Hallo Leute, bei mir gibt es heute Macaroni and Cheese und das Ganze in der Luxusvariante. Die Luxusvariante kommt von meinem Kooperationspartner, denn der hat mir einen leckeren Pfeffer zur Verfügung gestellt. Und zwar Käsepfeffer. Da gehen wir gleich näher drauf ein. Zuallererst koche ich mir meine Macaronis ab. Wasser dafür habe ich mir schon vorbereitet, ist auch schon gesalzen und da kommen jetzt eben die Macaronis rein. Ab und zu mal umrühren. Laut Packung brauchen die etwa 7 bis 8 Minuten. Ich werde sie nach 6 Minuten rausholen, denn die garen nachher in der Käsesoße weiter. Und jetzt geht es weiter mit meinem Pfeffer. Und zwar, mein Kooperationspartner, der mir auch die Pfeffermühlen zur Verfügung gestellt hat, der hat jetzt ganz neu ein Sortiment mit Pfeffer. Und zwar, ich stelle euch mal die ganzen Pfeffersorten vor. Wie gesagt, der Käsepfeffer, da gehen wir gleich näher drauf ein. Dann ein Steakpfeffer, das ist auch eine wunderbare Mischung für Steaks, wie der Name schon sagt. Kann man aber auch als Allround-Pfeffer verwenden. Aber Allround-Pfeffer gibt es auch hier nochmal. Der Allround-Pfeffer ist eine Pfeffermischung aus Telly-Cherry-Pfeffer, weißer Pfeffer, grüner Pfeffer, dann langer Pfeffer, geschrotet, den haben wir hier nochmal in ganz und Forziperiferi-Pfeffer bzw. Urwaldpfeffer, auch eine sehr, sehr aromatische Variante, aber der ist in meiner Käsemischung auch gleich drin, also in dem Käsepfeffer, da gehen wir auch gleich näher drauf ein und dann ist noch ein bisschen Piment mit drin. So, das sind dann eben die verschiedenen Pfeffersorten. So, wir wollten ja auf den Käsepfeffer näher eingehen, dafür habe ich die verschiedenen Pfeffersorten mal auseinandersortiert. So, und zwar zum einen der grüne Pfeffer, der dürfte den meisten noch bekannt sein, ist auch sehr würzig, aromatisch, aber sehr, sehr angenehm. Dann haben wir hier den Telly Cherry Pfeffer, der ist ein bisschen größer als die normalen schwarzen Pfefferkörner und er hat ein wunderbares Aroma, leicht zitronig, scharf, klar, ist Pfeffer, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr aromatischer Pfeffer. Der Forziperiferi-Pfeffer ist ein Urwaldpfeffer, hat einen sehr komplizierten Namen. Ich schreibe ihn hier unten mal hin, dass ihr den auch nachlesen könnt. Auf jeden Fall, wenn man den pur isst, dann hat man danach so ein ganz leicht pelziges Aroma auf der Zunge. In der Pfeffermischung sorgt er allerdings dafür, dass sich die Aromen besser entfalten können. Und von daher ist der auch sehr, sehr gut geeignet, gerade in dieser Pfeffermischung. Und dann haben wir hier noch den langen Pfeffer, wie hier. Normalerweise ist der geschrotet. Ich habe ihn hier eben in lang, dann kann man ihn besser erkennen. Hat auch ein wunderbares eigenes Aroma. Sehr, sehr lecker. Probiert es am besten mal aus. Ich packe euch den Link zu Würzholz, so heißt nämlich seine Pfefferfirma, beziehungsweise gibt es da auch die Pfeffermühlen. Und da könnt ihr mal nachgucken, welche Pfeffermischung für euch interessant ist, beziehungsweise ob ihr auch gleich eine schöne Mühle dazu kauft. Die Macaroni ist immer mal wieder umrühren. Die neigen nämlich sehr gerne dazu anzuhängen. So, dann packe ich die einzelnen Pfefferkörner mal zur Seite. Und dann befülle ich meine Pfeffermühle nämlich mit meinem Käsepfeffer. Die habe ich vorher extra noch leer gemacht. Ja. Gut. Das hat auch ein wunderbar angenehmes Aroma. So, dann schrauben wir die Maschine wieder zusammen hier. Gut, der Pfeffer kommt aber erst später zum Einsatz. Meine Nudeln sind dann soweit auch vorgekocht. Die werde ich jetzt abgießen. Die Nudeln werden auch nicht abgeschreckt. Und in den Topf mache ich jetzt auch gleich meine Soße. Und zwar kommt da etwas Butter rein. Die lasse ich schon mal etwas zerlaufen. Und sobald sich die Butter aufgelöst hat, kommt Mehl dazu. Wir machen also eine Mehlschwitze für eine Bechamel. Das Ganze dann einmal aufschäumen lassen. Dann lösche ich es mit Milch ab. Schön umrühren, dass sich die Mehlschwitze auch gut auflöst. Mit der Temperatur gehe ich auf halbe Kraft. Ja. Und bis meine Bechamel einmal aufkocht, mache ich mir schon mal den Käse fertig. Und zwar habe ich hier einen schönen Bergkäse. Ihr könnt auch eine Käsemischung nehmen. Aber ich finde den Bergkäse halt sehr, sehr aromatisch. Ich schneide nur gerade den Rand ab. So. Und dann reibe ich mir den. Zwischendurch auch immer wieder die Bechamel umrühren.
Das Rezept für die Macaroni and Cheese packe ich euch unten in die Videobeschreibung und da findet ihr auch den Link, wo ihr diese Pfeffersorten bestellen könnt oder euch einfach mal drüber informieren. Gut, mein Käse ist gerieben. Meine Bechamel kocht gerade auf, also schön cremig. Da kommt jetzt noch die Sahne dazu. So. Und dann würze ich das gleich. Etwas salzen. Etwas Muskatnuss. Der Pfeffer kommt erst später dazu, dass der eben sein Aroma behält. Wenn ich den zu früh dazugebe, dann sind die schönen Aromen in der Luft, aber leider nicht mehr in meinem Macaroni and Cheese. Deswegen warte ich damit noch ein bisschen. So, meine Soße kocht gerade auf und die ist jetzt so richtig schön cremig und genau da wandert jetzt mein Käse rein. So. Und währenddessen habe ich hier noch eine Pfanne, die stelle ich mir schon mal auf den Herd. Wofür die ist, verrate ich euch gleich. Dann kommt der Käse eben in meine heiße Soße rein. Und jetzt einfach so lange umrühren, bis er sich aufgelöst hat. Und jetzt habe ich hier so eine schöne käsige Soße. Da wandern jetzt meine Macaroni rein. Dann das Ganze einmal gut durchmischen. Und jetzt kommt auch schon mal der Pfeffer dazu. So viel Pfeffer, wie ihr gerne habt. Ich habe lieber ein bisschen mehr, aber da ich das Essen nicht alleine esse, werde ich mir nachher am Tisch noch ein bisschen von der Pfeffermischung drüber machen. So, das Ganze dann einmal durchmischen. Und eigentlich könnte man das jetzt so schon genießen, aber ich will ja einen Deluxe Macaroni and Cheese und deswegen kommt das Ganze nochmal in die Pfanne. Man könnte es auch in der Auflaufform geben, in den Backofen schieben, aber ich bin Schwabe, ich bin sparsam. Ich habe jetzt keine Lust, den Backofen vorzuheizen, deswegen mache ich das Ganze in der Pfanne. Dafür habe ich ein kleines bisschen Butterschmalz. Das Ganze funktioniert übrigens am besten in einer Teflonpfanne oder in einer Keramikpfanne. Die sind nämlich beschichtet und da kann man die auch sehr schön drin anbraten. So, genau das machen wir jetzt auch. Also die Macaroni and Cheese kommen hier in meine Pfanne rein. Und da drin werde ich die jetzt eben ein bisschen anbraten. Dann habe ich im Prinzip das gleiche, als wenn ich es in den Backofen schiebe. Nur deutlich energiesparender. Deswegen lasse ich das Ganze jetzt ein bisschen braten. Ich habe die Pfanne übrigens auf 3/4 der Kraft stehen, dass ich eben nicht zu viel Hitze habe, aber trotzdem genug, dass es gleich ein bisschen anbrät. Und während meine Macaroni and Cheese gerade ein bisschen anbraten, würze ich mir noch meinen Salat, denn dazu passt wunderbar ein Salat. Also etwas salzen. Da nehme ich jetzt auch ein bisschen was von dem Käsepfeffer. So passt das beides auch sehr gut zusammen. Dann noch eine kleine Prise Zucker. Ein paar Spritzer Balsamico-Essig. So. Und Olivenöl. Das Ganze dann etwas durchmischen. Und dann sind meine Macaroni and Cheese auch fertig. Alle, die sie etwas intensiver gebraten haben möchten, die können jetzt das Ganze auch noch durchmischen und dann weiter braten lassen. Ich für meinen Teil habe es jetzt genug gebraten. Moment. So. Jetzt. Wunderbar. Also ich muss sagen, im Backofen wäre es nicht besser geworden, aber so ist es auf jeden Fall kostengünstiger. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt auf mein Mittagessen und euch danke ich herzlich fürs Zuschauen und denkt an den Pfeffer. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin viel Spaß beim Kochen.